Der schnellste Weg zum Führerschein aber garantiert nichts für schwache Nerven. Ah! Rum! Ach, ohne anzuhalten. Nirgends kann man den Führerschein schneller machen. In Gera steht Deutschlands erste Kompaktfahrschule mit Fahrschulinternat. Hier muss in 7 Tagen ein extrem straffes Programm durchziehen, wer nach nur einer Woche den sogenannten Lappen haben will. Und zwar mit Pauken, Pauken, Pauken und Fahren, Fahren, Fahren. Ganz klar, das ist richtig hart. Ich wollte mal den Spieler fragen. Ne? 1, 2, 3. Wenn ich den Führerschein schaffen sollte, dann kriege ich den Porsche 911 von einem Freund. Mir fehlt mein Zuhause. Ich bin seit 5 Tagen nicht aufs Klo gegangen. YouTube-Stars wie Simon Desue, Shirin David, Alta Banana, Ishtas Live und 500 andere pro Jahr haben hier in Thüringen den Express-Führerschein gemacht. Auch Nima will ihn in 7 Tagen schaffen, allerdings saß er bisher noch gar nie hinterm Steuer. Er ist Kindergärtner und macht gerade sein Abi nach. Ich habe selber ein bisschen panische Angst vorm Autofahren, weil als Kind hatten wir einen Unfall gehabt, fast einen Unfall. Und das hat sich in mich reingeprägt. Nimas Mitstreiterin für die 7 Tage ist Celine, die Barbie der Fahrschulkaserne. Sie weiß, warum sie ihren Schein nicht ganz gemütlich macht. Du hast wirklich hier Lehrer, die dich die ganze Zeit anspornen und du kannst auch gar nichts anderes, als hier nur zu lernen. Und zu Hause, ne, da überlegst du, ob du dich mit Freundinnen noch triffst oder das eine oder das andere machst. Ab heute wird die Schulbank gedrückt. Morgens 7:30 geht es los. Leider dürfen wir die anderen Fahrschüler nicht zeigen. Aber Hausaufgaben sollten alle schon gemacht haben. Betonung liegt auf sollten. Es gibt ja bei der Theorieprüfung insgesamt 1049 Fragen. Und ihr solltet heute wie viele Fragen machen, Nima? 175. Hast du die geschafft? Ich habe nur ganz viele Blätter gesehen, Bücher, Stifte und alles drum und dran. Marco ist Fahrlehrer aus Leidenschaft. Den Führerschein in 7 Tagen, das schaffen nur die, die auch leiden, sagt er und spricht aus langjähriger Erfahrung. Da sagt die Mutti oder der Vater, geh mal in diese Fahrschule, wir bezahlen dir das. Und gerade wenn sie das bezahlt bekommen, dann merkt man sofort, fehlt auch die Einstellung. Die Motivation ist das A und das O, die muss da sein, weil die müssen einfach nur durchhalten. Zur Sicherheit dürfen die Schüler erstmal am Simulator üben. Das macht ersten Spaß und Theorie hat ja bekanntlich auch noch keinem geschadet. Guck, wo du hinfährst. Zurücklenken. Zurück, wie geht das denn? Oh Mann. Bremse, Bremse. Nee, das ist doch Blinker. Aber noch an Tag 1 geht's ans Eingemachte. Beziehungsweise hinters echte Steuer. Und das, wo niemand doch Angst hat vorm Fahren. Vorsichtig bitte bremsen. Okay. Oh, sorry. Geil. Scheiße. Aber Nima hört gut zu. Wo muss ich denn jetzt reinfahren? So, nochmal so? Da drüben in die Hecke. Da rein? Das war ein Spaß, Nima. Du musst hier rum. Späße machen. Nee, nimm mal Gas weg. Hörst du? Ich habe jetzt hier Angst. Ich mache jetzt nichts mehr wirklich. Nee, lass mal die Händchen bitte dran. Nima, komm, lass die Hände dran. Bock nicht gleich. Auf Geras Straßen braucht man jetzt vor allem eines: Geduld. Der 24-Jährige ist froh, als die erste Fahrstunde vorbei ist. Doch jetzt kommt eine wahrlich hochmotivierte Celine. Ich muss mir jetzt Mühe geben, weil wenn ich den Führerschein schaffen sollte, dann kriege ich den Porsche 911 von einem Freund. Für einen Tag. Ja, das ist wirklich ein guter Grund. Und Motivation ist ja nun mal wichtig. Kupplung treten, den Starterknopf. Gas weg. Jetzt machst du wieder komische Länge. Ja, lass wenigstens das. Nee, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht so fahren. Ist doch das Gas. Nee. Doch. Nee. Na, dann dreht mal das Gas. Ach Mann, scheiße. Jetzt hast du es. Jetzt hab ich's. Ach komm, okay. Leute, das war jetzt nicht so schlecht. Fahrlehrer Marco verzweifelt. Natürlich erstmal nicht. Denn er weiß ja, Powerdriving mehrmals täglich wird irgendwann zum Erfolg. Nicht gegen Bordstein, Celine. Übertreib's nicht. Und du hast einen Pfeil in der Ampel, ohne anzuhalten, rum. Rum! Ach, ohne Scheiße, anzuhalten. Mann, ja. In Wirklichkeit würde man einfach da auf das Lenkrad die ganze Zeit raufknallen. Kann man nicht, aber gehört ja der Fahrschule. Besser nicht. Die nächsten Tage sind auch hart für ihn. Denn manchmal gibt es nun mal Schüler, die ziemlich schwer von Begriff sind.
Kupplung wieder raus. Nicht in Gang. Ach, Kupplung, stimmt. Diese, wie heißt das nochmal? Dieses Ding, was man so rück und vorne schiebt. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Da ist viel Zweifel im Blick des Fahrlehrers. Oder gar Angst? Ist Nima ein hoffnungsloser Fall? Wieso fahren wir jetzt rückwärts? Verstehe ich nicht. Wir sind noch bergauf. Was muss ich jetzt drücken? Auf eins. Ja. Ich wurde in meinem Leben noch nie kritisiert. Also, aber jetzt beim Autofahren die ganze Zeit so, du machst das falsch, nee, mach lieber das. Ja, das wahre Leben ist hart und nicht jeder ist hart im Nehmen. Hier muss wirklich jeder an seine Grenzen gehen. Ich muss mich versuchen, echt zusammenzureißen. Ich muss wirklich aufpassen, dass mich nicht hier nervt. Aber es ist mein Job. Nach 4 Tagen Powertraining samt Theorie im Fahrschul-Bootcamp ein erstes Fazit. Es ist auf alle Fälle schon besser geworden mit dem Autofahren. Ja. Aber es reicht halt noch nicht ganz. Es ist der Abend vor Tag 5. Doch wo ist Nima? Celine zeigt uns im Zimmer die Nachricht, die er auf der Videokamera hinterlassen hat. Hat sie das ganze Lärmgeld auf dem Sack? Ich kenne das, ich kenne das nicht. Celine ist gerade nebenan im Zimmer. Die lernt auch Deutsch auch mal tun. Also Heimweh habe ich immer noch. Auf den Bildern sehen wir, wie Nima seine 7 Sachen packt. Mir fehlt mein Zuhause. Ich bin seit 5 Tagen nicht aufs Klo gegangen. Und das ist nicht normal. Ich habe wirklich Angst, dass da was passiert. Ne, ich breche jetzt ab. Celines Aufmunterungsversuche haben nichts gebracht. Doch sie und auch die Fahrschule versuchen, das Beste darin zu sehen. Lieber Nima, hol dir einen Chauffeur, mach was anderes, aber bitte fahr nicht selber zur Gesundheit der anderen Verkehrsteilnehmer. Er soll erst noch ein bisschen reifer werden und sollte sich für den Führerschein mehr Zeit nehmen. Also 7 Tage ist knallhart und Nima hat da nicht reingepasst. Celine schon. In der letzten Fahrstunde vor der Prüfung muss sie das aber noch mal beweisen. Marco hat eine Überraschung. Du wusstest es. Du bist ein Arschloch. Wird Celine jetzt auch noch hinschmeißen? Fühlt sie sich genügend auf die Prüfung an Tag 7 vorbereitet? Damit weißt du, wenn du hier an Hindernissen vorbeifährst, dass du immer mit sowas rechnen musst. Aber das war eine ganz negative Überraschung. Soll ich mich jetzt freuen? Ich dachte an etwas wie Kinderüberraschung oder irgendwas wie Hallo, schön, dass du da warst oder sowas. Weißt du? Ja, hast du deinen Führerschein, ne? Ja, genau, das wäre es gewesen. Wer in nur einer Woche den Führerschein haben will, muss Einsatz zeigen. 2.500 Euro kostet das Power-Programm. Und an Tag 7 soll Celine nun zeigen, ob sie über 1.000 Fragen intus hat. Ich fühle mich auch so, wie ich aussehe. Ich bin total übermüdet und habe keine Sekunde richtig geschlafen. Ob ihr das am Ende zum Verhängnis wird? Fahrlehrer Marco hat über die Woche selbst Nerven gelassen und fiebert mit. Wenn es da oben jemanden gibt, dann besteht sie. Weil sie hat sehr, sehr, sehr viel getan. Nach 30 Minuten wissen wir mehr. Ist es geschafft? Nein. Ich hatte 3 Punkte zu viel. Oh nee. Die Enttäuschung ist groß. 7 Tage harte Arbeit umsonst. Doch Celine und auch die Fahrschule machen weiter. 2 Wochen später wiederholt sie die Prüfung in Gera. Ich habe 0 Fehlerpunkte. Du hast nicht 0, oder? Ich schwöre dir, ich hab die ganze Nacht, ich habe die ganzen 3 Nächte gelernt. Direkt im Anschluss geht's zur Praxisprüfung und die besteht Celine sogar auf Anhieb. Yippie, Leute, also ich habe meinen Führerschein, könnt ihr mal sehen, den vorläufigen zuerst. Oh, erstmal ein großes Aufatmen. Der Stress hat sich gelohnt. Zwar nicht in 7 Tagen und nur für eine Kandidatin, aber ein Speed-Führerschein ist möglich. Ja.